von der Industriearena und bin jetzt gerade auf dem Stand von der Hermler AG. Und neben mir steht der Anwendungstechniker Herr Hähnle. Servus, hallo. Herzlich willkommen auf dem Hermler-Stand. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich hier zu sein und wir haben hier, ich finde, was Besonderes. Wir haben nämlich ein Technologiebauteil, haben Sie sich für die Messe ausgedacht. Genau, richtig. Was für eine Bewandtnis hat das? Also das Technologiebauteil haben wir ausgewählt, weil wir einfach zeigen wollen, was kann man alles auf Hermler machen. Für uns ist ganz wichtig, ein großes Thema, die Komplettbearbeitung auf unserer Maschine. Das ist jetzt nicht nur das Zerspannen oder das reine Zerspannen, sondern auch eine Oberflächebearbeitung, sprich Richtung Schleifen oder Rollieren, was wir nachher auch gerne am Technologiebauteil kurz zusammen angucken können. Okay, gut. Das heißt, man merkt schon in der Branche, dass die Komplettbearbeitung immer noch mehr quasi zunimmt, der Kundenwunsch? Genau, absolut. Es ist halt einfach ein großes Thema. Kannst du dir vorstellen, diese ganzen Nähzeiten, die durch das Abspannen, beispielsweise auf eine Schleifmaschine aufspannen, vor allem das Ausrichten, das sind alles extreme Nähzeiten, die halt somit in einer Komplettbearbeitung vermieden werden und halt einfach die Produktivität noch weiter steigern können. Okay, und wie viele Bearbeitungsschritte könnt ihr hier zeigen? Also wir zeigen jetzt hier bei diesem Bauteil 13 verschiedene Bearbeitungen, genau. Und das ist unter anderem, wie gesagt, das klassische Bohren, Drehen, Fräsen, das was halt klassisch ist. Darum haben wir auch hier eine C42UMT. Das MT steht für Mill-Turn, weil wir können hier auch drehen, mit 800 Umdrehungen bis zu 700 Kilo. Mhm. Genau. Und, aber neben den klassischen Bearbeitungen ist dann, wie gesagt, dieses Schleifen mit dabei, eine Verzahnungsbearbeitung oder auch was relativ neu ist, das Konturstoßen, was sehr interessant für Dichtflächen ist. Lieber Simon, wir sprachen ja vorhin von 13 Bearbeitungsarten, sind jetzt am Objekt der Begierde, so möchte ich es nennen. Was kannst du uns hier zeigen? Ja, also die Bearbeitungsarten sind wirklich unterschiedlich nach den Anforderungen auch von der Kunde. So haben wir diese definiert. Beispielsweise wird jetzt hier diese Planfläche oder dieser Innenzylinder geschliffen oder rolliert. Wir machen auf beiden Seiten, zeigen wir beide Bearbeitungsverfahren, weil einfach auch das Toleranzfeld von der Dimension oder von der Maße immer enger wird. Die Anforderungen werden immer höher oder natürlich auch die Anforderungen an die Oberflächengüte. Also deswegen beispielsweise hier diese Schleife an der Planfläche und am Innenzylinder und so, wie ich vorher schon erwähnt habe, diese Verzahnungsbearbeitung, einfach ein hochproduktives Fertigungsverfahren, dieses Weltschäler, in dem wir beispielsweise diese Verzahnung hier innerhalb von 8 Minuten komplett fertig bearbeiten. Genau. Und ansonsten gibt es noch viele andere, wie klassisch Bohren, Fräsen und das Drehen oder auch beispielsweise das Interpolationsdrehen. Einfach Interpolationsdrehen, ähnlich wie das Konturstoßen für Dichtflächen, für hohe Anforderungen an die Dichtheit beim Herstellen nachher. Okay, prima. Und wie das nachher von euch gelöst worden ist und warum man auf einmal auf einer CNC, auf einem Bearbeitungszentrum quasi schleifen kann, das gucken wir uns im Podcast an bei Voice of CNC. Guckt hinter die Kulissen. Ich freue mich drauf, das bei euch im Hause zu machen. Ebenso, dankeschön. Bedanke mich nochmal für deine Zeit und wünsche euch erstmal noch eine schöne Messe. Vielen Dank. Danke dir.